Servus miteinander. Ja, heute habe ich was mitgebracht und das seht ihr jetzt gleich, was das ist. Ja, wie ihr da hinten vielleicht schon gesehen habt, steht da noch einiges da, was noch gezeigt werden will und was weiß ich nicht was. Aber jetzt habe ich zwischendrin was Kleines bekommen und zwar von der Firma Made the Best. Links in der Videobeschreibung natürlich alles da. Und warum möchte ich das kurz einschieben? Aus dem einfachen Grund, denn das Ding hier soll heute ist eigentlich Freitag, aber am Sonntag möchte ich das herschenken. Denn das Teil hier ist eine super Ergänzung für jeden Laser. Deswegen kriegt auch meine Mama von mir zum Muttertag natürlich so eine Kleinigkeit. Wenn ihr da hinten mal guckt, da sieht man schon ein bisschen was. Das wird dann in den nächsten Videos irgendwann mal kommen. Ich hoffe, dass ich jetzt mal dazu komme, denn die Zeit ist momentan sehr begrenzt bei mir. Das ist das Schlimme. Aber dieses Teil werde ich meiner Mutter schenken. Deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen was dazu zeigen. Und zwar, was das ist und was das kann und wieso das eine tolle Ergänzung zu eurem bestehenden Laser ist. Viel Spaß! Ja, wie ihr sehen könnt, das ist ein sogenannter Wabentisch. Und dazu gab es auch eine Bedienungsanleitung, die ich natürlich jetzt wieder verlegt habe. Nein, hier ist sie. Und dazu gibt es eine kurze Einführung, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, kurze Einführung, einzigartiges Design, bla bla, breite Anwendung, gibt es in verschiedenen Größen, mehr erzähle ich jetzt dazu eigentlich nicht, weil was macht das Ding, was kann das? Also, es ist ein Alurahmen mit so einem Wabenzeug und dazu bekommt ihr noch eine entsprechende Edelstahlplatte. Ist das Edelstahl bestimmt? Ist auch vollkommen wurscht. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. So, was bringt mir das jetzt zum Lasern? Ganz einfach, wenn ich hier meine Holzsachen drauflege, das seht ihr jetzt dann gleich, dann kann ich natürlich da durchlasern, ja, und unten drunter ist jetzt meine Edelstahlplatte. Das bedeutet, also hier habe ich keinen Hitzestau mehr. Also wenn ich jetzt die Sachen so drauf lege, meine Holzsachen, dann kann es natürlich passieren, dass ich da drunter, wenn ich jetzt hier drauf lasere, ja, dass ich da dann einen Hitzestau bekomme, je nachdem wie lange ich laser und dann eben von unten diese Schmauchspuren habe, die ich natürlich nicht gerne habe. Ihr seht es hier zum Beispiel. Ja. Und jetzt kann ich natürlich eines machen, wenn ihr jetzt da schaut, da bin ich relativ langsam gefahren, deswegen ist das hier etwas ja, dunkler an der Seite. Wenn ich jetzt das hier draufgelegt hätte, dann lasert der Laser hier unten durch und ich habe nicht mehr diese Verfärbungen, oder ich hoffe zumindest, dass ich sie nicht mehr habe. Und was natürlich noch schön ist, ich habe hier an der Seite im Prinzip eine Schiene, wo ich wiederum Halter hinmachen kann, die mir dann eben mein Holz zum Beispiel nach unten halten würden. So, ja, wie gesagt, also das ist dabei, diese Edelstahlplatte ist dabei. Und ja, wenn es ist, werdet ihr vielleicht bei meiner Mama, ne, wenn dann seht es auf jeden Fall bei meiner Mama nochmal. Aber jetzt probieren wir es einmal aus mit unserem Purgear Laserstorm S10, denn den habe ich wieder bekommen, weil meine Mama hat das Teil, was ihr da hinten vielleicht schon gesehen habt, schon von mir bekommen. Und ja, darüber gibt es dann auch noch ein Video, aber ja, dazu später. Mal zur Erklärung, das ist natürlich ein Atomstack S10, anders gebrandet, aber ja, bei Made the Best gibt es eben auch den Elchem Stack S10, 10 Watt Laser, der geht ab wie die Hölle. Ich kann euch ein bisschen was noch einblenden, denn ich habe auch mal versucht, Holz damit zu schneiden, was sehr gut funktioniert hat. Bis zu einem Zentimeter Holz könnt ihr damit tatsächlich durchbringen und ich habe ja noch ein bisschen Material hier und deswegen gibt es auch am Sonntag, also heute, weiß ich nicht, wann das seht, gibt es natürlich jetzt auch mal eine Auszeichnung für meine Mama. Denn meine Mama ist ja, ich habe den Namen vorhin erfunden, meine Mama ist nämlich die Laser-Luise. Und da werden wir jetzt eine Auszeichnung basteln und die gebe ich ihr dann natürlich am Muttertag heute. Denn was gibt es Schöneres, wie wenn man was selbst gebasteltes noch dazu bekommt, wenn man natürlich auch sowas. Sie hatte zwar quasi schon ein paar Mal Muttertag dieses Jahr, sie hatte immer wieder Laser bekommen, jetzt hat sie noch einen ziemlich geilen Laser, den zieht er aber dann, wie gesagt, nochmal. Jetzt muss ich immer spoilern hier. Nochmal Aufnahme, haha. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einfach mit der Schrift Lobster 1.4, die habe ich mir mal runtergeladen vor ganz langer Zeit, habe ich mir jetzt zwei so, ja, die Laser-Luise gemacht und habe dann vom Prinzip her nur eines gemacht. Ich habe mir eine Umrandung gemacht. Das heißt, ich gehe hier hin, sage da Umrandung, oder heißt es überhaupt Umrandung? Ne, Versatzform. Und habe die runtergenommen auf 4. Da kommt ja ein ja, seht ihr hier, 2, Versatzabstand 2. Und dann kommt eben diese schöne Umrandung hier außenrum raus. Dasselbe habe ich dann bei dem unteren gemacht und habe dann beide Sachen hier, die äußeren, mit Shift markiert. Also den nehmen wir noch weg. Zack. Na komm. So, den. Jawohl, die zwei hatte ich schon markiert und habe dann gesagt, pass auf, ich möchte diese zwei Boolsch vereinigen. Heißt, er hat die zwei Formen jetzt zusammengenommen.
Dann habe ich eines gemacht. Ich habe die mittleren natürlich einmal separat markiert, hier und da. Und habe dann gesagt, pass auf, du bist jetzt die Farbe blau. Also hier blau. Und habe dann gesagt, ja 100% Geschwindigkeit, 100 Geschwindigkeit ist eh ein bisschen wenig. Wir machen mal hier 500. Das soll ja nicht geschnitten werden, das Innere. Das soll nur graviert werden. Und das andere ist mit 100% Leistung und 100er Geschwindigkeit soll er das ausschneiden. Das muss vollkommen reichen. So, und jetzt ist die Überlegung, mache ich noch irgendwas dahinter, irgendwie graviert noch oder sowas? Ich weiß es nicht, ob mir das anders dann noch gefällt. Das ist nämlich eigentlich ein schönes Schild. Das ist die, wie gesagt, das wird jetzt die Laser-Luise-Auszeichnung. So, nee, ich würde sagen, das passt schon erstmal. Haben wir schön gemacht. Also, nochmal um es vorzuführen vielleicht ganz kurz. Also, ich schreibe hier was rein. Hallo. So, einmal, dann mache ich ein zweites dazu. Zack. Hallo, du. Machen wir noch klein, schaut besser aus. Hallo, du. Also, ich muss eins markieren, dann, sonst kann ich es nicht mehr verschieben. Dann sage ich jetzt hier, Umrandung. Zack. Dann nehme ich den, Umrandung. Zack. Jetzt kann ich den hier separat verschieben, ich muss aber alles markieren. So, jetzt nehmen wir den hier rein und dann lasse ich die hier überschneiden. Warum lasse ich die überschneiden? Weil ich ja nachher alles auf einmal haben möchte und es soll eben nicht auseinanderfallen. Deswegen sollen die Formen hier verbunden sein miteinander. So, nein, ich muss natürlich nur das hier nehmen und das hier. So, jetzt sind die zwei zusammen und jetzt kann ich sagen, Boolsche Vereinigung. So, jetzt sind die zwei Formen hier, die sich überschneiden, werden vereinigt und somit habe ich das hier zusammen. Es wird zwar ausgeschnitten werden, aber hier natürlich bleibt er zusammen. Genau, mehr war das eigentlich nicht. Jetzt habe ich noch eines gemacht. Ich habe die äußeren genommen und habe gesagt, das ist Linie, halt hier, das ist die schwarze. So, und deswegen wird jetzt außen ausgeschnitten, innen graviert. Ich habe jetzt gesagt, tu erst innen gravieren, dann außen schneiden. So ist es. Ja, um uns das Ganze jetzt einmal anzuschauen, würde ich sagen, guck mal, ob wir alles richtig gemacht haben, ob er nicht vorher ausschneidet und dann ja erst graviert. Also ich sage hier mal Vorschau und kann jetzt natürlich einmal anschauen, was passiert. Also er fährt erstmal die L's und ja die Schrift erstmal ab. Ihr seht, das ist nicht die Umrandung. So macht das. Und jetzt kommt die Umrandung. Die schneidet er dann, wie gesagt, aus mit der langsamen Geschwindigkeit und Vollpower. Genau. Zack. So, jetzt haben wir das Zeug wieder weg, denn das möchte ich ja nicht lasern, das andere. Ja, wie ihr seht, das Wabenkonstrukt hat funktioniert. Hier hat er eben durchgeschossen, da kann man es dann schön schauen. Ja, jetzt ist es natürlich gebraucht, aber das hilft ja nichts. Passend ist dieses Ding, was ich jetzt da habe, für den Ohrtour Laser Master 2. Ihr seht aber, ihr könnt es natürlich auch jederzeit in den größeren Laser einspannen. Was heißt einspannen? Reinbauen. Es funktioniert einmal frei. Meine Mama wird sich bestimmt freuen. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. Ja, nachdem ich manchmal ein bisschen verplant bin, ihr wisst es, habe ich natürlich vergessen, dass sowas vermutlich auch bei mir hier dabei ist. Ich habe nämlich nur damit gerechnet, ja, dass es sowas gibt. Aber ich habe es dann doch in meinem Karton gefunden, nachdem ich ihn ein wenig geschüttelt habe. Da sind nämlich auch die Befestigungen dabei.
und damit hätte ich natürlich bessere Ergebnisse erzielt. Warum hätte ich bessere Ergebnisse erzielt? Weil diese Bretter immer verzogen sind. Wenn ihr euch die mal anguckt, der ist immer schief, macht so einen Bauch. Das heißt, wenn ich den hier festspanne, ich dödel, dann kriege ich natürlich auch ein schöneres Ergebnis. Weil beim ersten Mal hatte ich zwar viele Sachen schon durchgeschnitten, aber hier hinten, weil eben das Brett nach oben gewölbt ist, hat es nicht mehr geschafft, weil der Fokus nicht gestimmt hat. Blöd einfach. Also die Sachen hier sind alle dabei. Hier, Moment, ich zeige es euch. Ich muss nur schnell aufklauen und wieder aufheben, wenn ich es dann wieder finde. So, also das gibt's alles hier dabei. Alles hier. Komm da raus da jetzt. Ich brauche dich wieder. Ja, und damit kann man das dann auch schön festmachen. Und ja, dann passt das auch. Ja, wie gesagt, ich bin immer wieder mal verplant. Ihr wisst es. Ja, ich habe es etwas übertrieben bei manchen Sachen. Ihr seht es hier. Ja, ein bisschen was ist ja immer. Ein bisschen Verschnitt haben wir immer da. Ja, ich werde jetzt vermutlich ein paar Tage weniger leben, denn ich konnte mein Fenster nicht aufmachen, deswegen war es hier etwas verraucht. Aber das war es wert. Nein, natürlich nicht. Ihr immer gut belüftet und so weiter. Aber ja, Mama, ich wünsche dir einen schönen Muttertag. Wir sehen uns jetzt dann sowieso, falls ich nicht sowieso schon da bin und alles Gute zum Muttertag gesagt habe, mache ich es jetzt trotzdem nochmal. An alle Mütter natürlich auch da draußen einen wunderschönen Muttertag wünsche ich euch und damit verabschiede ich mich. Ja, liken, abonnieren, Glocken drücken, grüß euch.